Somit herzlich willkommen in der nächsten Folge von Spec Ops The Line. Kann man die Scheiben hier? Okay, die kann man wieder nicht zerstören. Das ist ein Flutwasser. Diese Partikel hier, die... Naja, die schauen schon gut aus, aber... viel zu betrieben. So, Vorsicht. Er hat schon Vorsicht gesagt gehabt, also sind hier Feinde. Nein? Doch. Klar, natürlich. Obwohl, nee, doch nicht. Doch. Tote Feinde. Ich gehe hier mal wieder hoch. Sieht nicht gut aus für Gould. Hast du ein Problem mit ihm, Adams? Hör zu, die 33. muss gestoppt werden. Aber bringt Goulds Revolution nicht noch mehr Scheiße? Hey, er hat uns vorhin den Arsch gerettet. Und im Moment haben wir nur ihn. Oh, ein neues Gewehr. Das dachte ich gerne mal ausprobieren. Hey, hier. Ich glaube, ich weiß, wie wir hier rauskommen. Was habe ich denn noch für ein... Die Schrotflinte, die brauche ich nicht. Ich nehme jetzt das Gewehr da mal. Ah, okay. Hm. Ach, das ist eine Haftgranate. Fliegt denn da immer so komisch weg, wenn ich sie werfe? Ihr zwei haltet Abstand. Haltet euch an mich, vorwärts. Wie gibt der jetzt die Befehle oder was? Ich dachte, ich bin hier der Chef. Hör ich sogar Spuren im Sand? Nee. Ach da. Eine Spur von Gould? Ja. Die 33. hat ihn da unten umzingelt. Komisch. So. Siehst du, wo Gould hin ist? Ich sehe gar nichts durch den Rauch. Los, runter, vielleicht ist er verletzt. Wo komme ich hier runter? Tourismus legt um sagenhafte 3000% zu. Dank einer Welle von Amerikanern, die Dubai zum Feriendomizil erkoren haben. Auf die Frage, was er von den neuen Gesichtern halte, hatte ein Dubaier dies zu sagen. Ein Dubaier? Seht mal, Zeichen der Revolution. Ein Scheißdreck ist das. Dubai verreckt und alle hauen fröhlich nochmal drauf. Wenigstens die Krähen verhungern nicht. Hot Sun, cool Sand. Luft 50 Grad Celsius. Sand 19 Grad Celsius. Ja, da dachte ich mich immer im Sand eingraben. Ja, wie die. Ich dachte mich so wie die im Sand eingraben. Verdammt, die 33. Ja, irgendwie... Was zum Geier? Er trägt Army-Sachen. Er ist von der 33. Ob das die CIA war? Unmöglich. Der Kerl ist schon zu lange tot. Ich muss gucken, ob man... Nee, das meine ich nicht. Okay, muss nachladen. Ich hab geguckt, um... Ach du Scheiße. Das sind ja überall... Wie groß war denn die 33? Aus wie vielen Leuten besteht die denn? Oh mein Gott. Wer zum Teufel macht sowas? Darüber will ich jetzt lieber gar nicht nachdenken. Achtung, Soldaten, 12 Uhr. Sind wir entdeckt? Noch nicht. Was haben sie mit dir gemacht? Ist es so schlimm? Gut ist das sicher nicht. Ist die 33. Hector, aber gleichzeitig sind die da unten. Ihn in die Werkstatt zu schleppen. Hey, ich bin Mechaniker, kein Zauberer. Scheiße. Aber ich sag dir was, hol einen Schneidbrenner, dann schlachte ich ihn gleich hier aus. Ist es das wert? Oh ja, die Panzerung reicht für 4 bis 5 Hammer. Können wir gut brauchen. Schade. Na, von mir aus? Heute ist wohl jeder ein Plünderer. Hörst du das? Scheiße. Scheiße, Feind, Kontakt! Halt ein! Scheiße! Feuereröffner! Gegner ist tot! Scheiße! Sein Scheiße-Schrein. Nicht mal auf ihn anders ballern! Ja, das wäre mir eigentlich auch ganz recht. Augen auf! Feind mit Schrotflinte! Feind kommt aus der Deckung heraus! Feind bewegt sich! Auf der Düne! 2 Uhr! Wo bleibt die Mischung?
beschissene Verstärkung! Die rufen immer ganz schnell Verstärkung und dann, wo bleiben die, wenn wir 2 Sekunden kämpfen? Dann wo bleibt die Verstärkung? Feuert auf mein Ziel! Feuern! Das ist ein Befehl! Ohne Deckung! Und hoffen mal, dass da jetzt keiner um die Ecke kommt. Gib mir Deckung! Immer noch mehr über die Barrikade! Wer ist hin? Sie wird nervös! Kommt weg! Vorsicht! Oh. Nein, ich muss nachladen. Scheiße! Nach rechts, Scheiße! Nach rechts, weiter! Ja, wo ist denn? So. Da kommt noch einer. Einer weniger! Gib mir Deckung, ich muss hier weg! Ich bin immer... Was? Oh Mann, ich hasse es, wenn die sich irgendwo in der Ecke verstecken und du da vorbeiläufst und dann... Jo. Dauerfeuer auf dich und du hast keine Chance, du siehst ihn nicht einmal. Wo war der jetzt? Er war doch irgendwo hinter uns jetzt. Oh mein Gott. Wer zum Teufel macht sowas? Darüber will ich jetzt lieber gar nicht nachdenken. Achtung, Soldaten, 12 Uhr. Sind wir entdeckt? Noch nicht. Was haben sie mit dir gemacht? Ist es so schlimm? Gut ist es sicher nicht. Kriegst du ihn nicht doch noch zum Laufen? Wird lästig, ihn in die Werkstatt zu schleppen. Hey, ich bin Mechaniker, kein Zauberer. Scheiße. Aber ich sag dir was, hol einen Schneidbrenner, dann schlachte ich ihn gleich hier aus. Ist es das wert? Ich weiß nicht. Die Panzerung reicht für 4 bis 5 Hammer. Können wir gut brauchen. Na, von mir aus? Heute ist wohl jeder ein Plünderer. Hörst du das? Wir werden umgehen. Hab einen! Scheiße! Feuer eröffnen! Ach, komm. Da sind sie! Was ist denn jetzt? Wechsel Position! Da! Feind bewegt sich! Oben auch auf! Feind mit Schrotflinte! Noch mehr über die Absperrung! Noch mehr! Ich lade jetzt lieber mal nach, noch mehr über die Absperrung! Ich dann später wieder dastehe. Feind kommt aus der Deckung! Alpha-Schützenteam, Bravo 2, wir sind unterwegs. Ja. Feind ausgeschaltet! Scheiße, wir sind unter schwerem Beschuss! Ja, darf ich auch sagen. Das wird unter schwerem Beschuss. Hallo! Mensch, wo denn wieder? Wieso renne ich nicht einfach vor? Sie bewegen sich! Pass auf, Mann! Scheiße! Wir haben umgelenkt! Scheiße! Das war jetzt Glück. Wo kommen die immer her, wenn sie direkt in meinen Schussbahn laufen? Umgeht sie! Sie sind überall! Check die Flanken! Shit! Schweres MG-Busch! Schweres MG-Busch. Also das hat er vorhin gesagt, aber bin ich gerade verreckt. Also das heißt, ich habe schon länger überlegt wie vorher. Oder kommt daher? Komm her, komm her, komm her, komm her. Da ist er. Tango erledigt! Wir müssen den Schützen ausschalten! Welchen Schützen denn? Wir gehen auf mein Zeit! Bewegung! Bewegung los! Ich hab einen! Ich geb Feuerschutz! Du rennst! Ich renn wohin? Was? Lade nach! Bewegt eure Ärsche! Wir müssen immer nach hinten gucken. Auf den Weg! Ah. Räumt den Boss Blendgranate rein. Er kommt aus der Deckung, Schild. Wir stecken fest, schalt sie aus. Oh, ich krieg den nicht. Keine Chance, Alter. Blendgranate. Tango erledigt. Oh, der gehört zu uns. Granate. So, Adams? Nein, ich will jetzt nicht durch eine Granate sterben. Oh, Alter, das war knapp. Wieso ist Adams da hinten, Alter? Dann ist das doch ein Feind. Oh, ich dachte, das war einer von uns. Wo bleibt die beschissene Verstärkung? Das war auch ein Feind. Ich erkenne das nicht. Adams, Hugo. Wie zum Henker sind die da rübergekommen? Gebt mir Deckung, ich komme mal zu euch. Bin unterwegs! Oh, Kotholpen, Gott sei Dank.
rein! Sie brechen durch! Sie bewegen sich! Bitte! Schalt das MG aus! Los! Bitte schaltet mal das MG aus. Werfe Granate! Scheiße, die Kerle geben nicht nach! Meine Güte, stirb halt endlich. Reicht das? Nee. Alles klar. Alles klar. Gut. Keine Sorge. Die kommen wieder. Ey, Arschgesicht, die 33. soll sich zurückhalten. Das hilft doch niemandem. Sorry, aber ich gehorche einer höheren Macht als Ihnen, Captain Walker. Ah, jetzt erinnern Sie sich an mich. Allerdings, ja. Und ich bin nicht der Einzige. Wieso erinnert sich noch an mich? Na, ich nehme erstmal das Geheimnis wieder. Und anhören. Man kann es nicht als Sturm bezeichnen. Ich kenne keinen Sturm, der einem Auto den Lack runterbläst. Es ist Sand, der mit 100 Sachen angeschossen kommt. Der Glas zerschmettert, die Haut zerfetzt und die Lunge verstopft. Selbst die von uns, die überlebt haben, haben nur noch das, was sie am Leib tragen. Die 33. kontrolliert die schmalen Wasservorräte. Einige Zivilisten wollten sich gestern mit Gewalt Wasser holen. Der Colonel hat sie erschießen lassen. Sie wollte mich zwingen, zuzusehen, aber sie wollten nur am Leben bleiben. Aber hätten sie Erfolg gehabt, wären noch mehr gestorben. Ich weiß nicht, wie es ist, die Erschießung von Leuten anzuordnen, die man beschützen soll. Aber Conrad weiß es. Und er redet im Moment mit keinem mehr. Also war das wirklich so? Die hätten sie beschützen sollen, haben sie aber nicht. Geht es gerade ums Überleben, weil die kennen Wasser und so? Aber ich meine, das sind US-Soldaten, die können sich doch einfach abholen lassen Hilfe holen oder. Die sind da ja nicht. Ich meine, wir wurden auch hergeschickt. Und warum bleiben die da? Das sind US-Soldaten. Ich will ja, die wollen ja bestimmt nochmal wieder nach Hause. Und so viele US-Soldaten lassen sich doch nicht hier umdrehen zu Terroristen so hart. Oh Gott, kann ich mir nicht vorstellen. Gould führte bewaffnete Plünderer gegen ausgebildete Soldaten. Er wusste nicht, dass das passiert. Vielleicht waren es die Verluste wert. Wartet mal. Riecht ihr das? Machst du Witze? Wir stehen hier knietief in Leichen, klar rieche ich das. Was Nein, in Leiden? Nicht das. Weiße Phosphor. Bloß nicht berühren lassen! Klar, ich laufe jetzt da durch, wo Phosphor explodiert ist. Soldaten, vor uns! Siehst du da? Killt sie! Schwere Truppe! Er will nicht umfallen! Er trägt einen Schutzpanzer! Ach, nach ihm die Deckung! Einer ohne Deckung, legt ihn um! Ziel am Boot! Hast du da raus! Wir müssen in Deckung gehen! Scheiße! Das war der letzte. Ich wollte gerade sagen, also wenn der dich mit Granaten nicht stört. Es ist eine Botschaft an die Überlebenden. Legt euch nicht mit uns an. Was für Überlebende? Scout Tactical. Also kämpft ja eigentlich wirklich jeder gegen jeden. Wieder eine Scout. Also hier waren viele Scharfschützen unterwegs. Aber durch den Sand, da kann ich doch eh nicht mit Scharfschützen. Sie sagen, Sie sprechen für diese Gewehr Leute, spielen. Gould. Beweisen Sie mir, dass es so ist. Nein! Ich hab nichts getan! Hä, was war das jetzt? Ah, okay. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich Sie für Narren halten. Oder Lebensmittel. Ich meine, wenn jemand das Gate frontal angreift... Ich glaube, Ihr kleiner Angriff war nur ein Ablenkungsmanöver.
um Ihrem Partner Agent Ricks zu helfen. Sagen Sie mir, wo er ist. Okay. Der Nächste. Langsam. Wir müssen das clever angehen. Okay. Gould ist da und ich habe freie Sicht. Wenn wir jetzt feuern, sterben diese Zivilisten. Bedeutet dir das nichts? Los! Nein, 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 nein! Scheiß drauf! Ich schalte ihn aus! Warte den Befehl ab! Hat er jetzt neben die geschossen oder auf die Beine? Oder? Du, übernimmst den Rest. Ja, Sir. Immer noch schweigsam, Agent? Wenn Sie kapieren würden, was Sie diesen Menschen angetan haben. Bringt ihn her. Walker, hier drüben. Wir müssen die Zivilisten retten. Das ist unsere Chance, Walker. Wir haben freie Bahn zu Gould. Was ist mit den Zivilisten? Wir müssen sie retten. Ich weiß, es ist zum Kotzen, aber Gould ist wichtig für unsere Mission. Die Zivilisten nicht. Unsere Mission heißt Menschen retten. Bitte, Captain, wir brauchen Gould. Lass mich schießen. Wir dürfen diese Menschen nicht sterben lassen, Walker. Du weißt, dass ich recht habe. Fangt an. Wir müssen Gould retten. Ich muss aufhören zu träumen. Haut ein! Ziel ist tot. Scheiße! Wir kriegen Besuch! Adams, los, komm! Look up, beschütz Gould! Alles klar! Okay, es ist doch scheiße gewesen, glaube ich. Agent Gould. Delta Force, keine Sorge. Alles wird gut. Hey, bleib sie hier unten, Mann! Feind bewegt sich! Ich weiß nicht, die Zeit. Okay, dafür bin ich tot. Alter, leck mich im Arsch, das Spiel ist schwer. Also selbst auf normal, ich bin echt froh, dass ich auf normal gespielt habe, weil ich habe kurz überlegt, ja, soll ich gleich mal schwer spielen oder so, aber nee, das würde ich nicht wollen. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann jetzt könnte ich mich aber noch umentscheiden. Nee, ich habe mich so entschieden, deswegen... Das ist unsere Chance, Walker. Wir müssen Gould retten. Der ist hin! Mach ich halt beides selber. Gib mir Deckung, ich lade nach! Wir kriegen Besuch! Adams, los, komm! Look up, beschütz Gould! Alles klar! Genau, Waffe noch? Nehmen wir die, die ist ein bisschen besser. Agent Gould? Delta Force, keine Sorge, alles wird gut. Oh nein, hey, das unten, hätte ich verhindern wollen. Feuert auf den Kerl hinter den Sandsäcken! Lass mich tot! Lauf zum Gate! Wir stehen hier unter schwerem Beschuss! Lauf zu dem scheiß Gate! Scheiße, Gould, runter! Macht schnell, Jungs! Gould hat's schlimm erwischt! Feuert auf den Kerl hinter den Sandsäcken! Greife Feind an! Granate raus! Ist tot. Feind ist tot! Ich sehe sie! Feind bewegt sich! Vorsicht! Oh, da kommt einer mit einer Schrotflinte! Vorsicht! Ich will gern diese Wand hier, ich weiß nicht, was das bringt, aber ich kann diese Wand nicht brechen. Vielleicht trennt uns dann der Sand von uns von denen, die hier die ganze Zeit rauskommen. Aber ich muss erstmal hinkommen. Das ist das Ding. Feuerwindel! Jetzt pass mal gut auf! Feind erledigt! Einer weniger! Schrotflinte! Ausschalten! Klar, ich schalte ihn aus! Erledigt! So, und... Scheiße, wir sind unter schwerem Sie bewegen sich! Ich will nicht. Was? Warum bin ich jetzt tot? Wer? Wie? Ich war in Deckung. Mann, das gibt's nicht. Wo? Meine Güte. Das will ich nicht sehen. Es schießt die doch einfach. Meine Güte. Ehrlich. Das gibt's nicht. Scheiße, wir kriegen Besuch. Wie lange muss man sich da ungeduldig, wenn ich keine neuen Befehle kriege? Das ist
so wenn ich die ganze Zeit einfach nur Wellen an Gegner erschießen muss, wieder aus dem gleichen Raum, da habe ich immer das Gefühl, dass das unendlich ist, dass ich irgendwas machen muss. Ich glaube, es ist einfach wirklich nur Überleben. Lauf zum Gate! Schwerer Trooper, leg den um! Lauf zu dem scheiß Gate! Scheiße, gut, rutsch! Schwerer Trooper! Granate raus! Macht schnell, Jungs, gut, hat's schon erwischt! Oh, scheiße, Adams ist getroffen! Wir schießen das Ziel, dauert aber noch ein bisschen! Feind ausgeschaltet! Komm, kannst du mich später dann? Was? Nee. Scheiße! Werfe ab, Granate! Scheiße, wir sind unter schwerem Beschuss! Neutralisiere! Deswegen bin ich nur vielleicht nicht verrückt. Feind bewegt sich! Vorsicht! Feind hinter den Sandsäcken! Ausschalten! Klar, ich hab ihn! Ja, jetzt gehen die auch noch so ein bisschen vor. Oh, jetzt ist meine Muni wieder alle. Da hab ich was. Augen auf! Granate! Da kommt eine Schrotflinte! Neutralisiert! Oh, ja, ich hab keine Muni, also. Kann ich das Ding? Ey, ist ungedeckt! Danach gib mir Deckung! Geh's hin! Granate! Vorsicht! Tango will vorrücken! Ey, sag mal, leckt's mich doch! Jetzt räum ich auf. Hab ein! Was ist? Oh, ich glaube, das waren alle. Adams, Walker, hierher, Beeilung! So. Was ist passiert? Die Atmung hat ausgesetzt. Der Sand. Du stirbst mir nicht, Mann. Du musst dich für deinen Scheiß verantworten. Komm schon. Hör auf, Mann. Er ist tot. Scheiße! Scheiße, was ist das? Eine Karte. Ich schätze Ghouls Einsatzplan. Das ist das Gate, von dem die Rede war. Na und? Ghoul war sogar bereit, dafür zu sterben, Lugo. Ich finde, das bedeutet ziemlich viel. Ja, wie wäre es jetzt ausgegangen, wenn er die Zivilisten gerettet hätte? Hätte es einen Unterschied gemacht? Wir sind hier auf dem Präsentierteller, Walker. Okay, vorwärts. Bewegung. Oh, halt, stopp. Das Rennen, das Abbrechen, das ist ganz komisch. 4, M4. Ich weiß nicht. Für die kriegt man ein bisschen mehr Munition, genauso wie für die AK, aber die ich jetzige habe. Okay, muss nachladen. Ah, das sind die Zivilisten. Sorry, Leute. Tut mir sehr leid. Hey, hier ist ein Fitnessstudio. Oh, scheiße. Was hast du gedacht, was mit dem geschieht? Schluss jetzt. Kommt. Hey, wo bin ich? Oh, ich bin einmal im Kreis gelaufen. immer zweimal mit der Schrotflinte drauf schießen. Das ist ein Kontrollpunkt. Die Chance, dass ich dann gleich ergreifen, um eine neue Folge zu starten. Es ist zum Kotzen. Was meinst du damit? Es sind Menschen gestorben. Nicht nur Soldaten und Zivilisten, auch Ghoult. Unsere beste Chance, hier rauszukommen. Reg dich ab, Lugo. Wir hätten nichts machen können. Komm mir nicht mit abregen. Wir haben doch keine Ahnung, was wir hier tun. Ja, ganz recht. Wenn du auf Ghoult vertraust, hast du echt keine Ahnung. Mann, mir reicht's mit dem Scheiß. Fick dich! Ich tu wenigstens meinen Job. Du bist doch der, der am liebsten immer abwartet, bis sich die ganze Scheiße von selbst regelt. Meinst du, ich sehe gern Menschen sterben? Hä? Meinst du, ich werde da nicht mein Leben lang dran kauen?
Hört auf! Hä? Schluss jetzt! Aufhören! Alle beide! Scheiße, was ist los mit euch? Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet und ihr prügelt euch im Dreck wie zwei verdammte Teenager. Ihr seid Delta Operators. Benehmt euch auch so. Also dann. Alles klar? Ja. Lugo? Ja, Sir. Gut. Also dann weiter. Ja, weiter würde ich sagen, aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und bis dahin, ciao.